Herzliches Grüß euch aus der Steiermark. Wir haben uns einfach gedacht, es ist wieder mal an der Zeit, dass wir ein Video machen und ein kleines Update auch von uns geben. Das eine oder andere hat sich verändert, also nicht nur meine Brille und dass der Bart weg ist, sondern so war viel los. Wie man sieht, sitzt man nicht mehr im Carrado, sondern im Atria, nicht in irgendwelchem Atria, sondern den, was wir 2021 bestellt haben. Ja, und wir haben gesagt, wir wollen uns das Fahrzeug, das ist dann schlussendlich, haben wir den Anruf gekriegt. Ich glaube Ende voriges Jahr, Anfang dieses Jahr, dass er jetzt endlich da ist. Dass er endlich da ist, genau. Und wir haben dann gesagt, ja okay, wir wollen ihn uns auf jeden Fall anschauen, was wir da zusammen konfiguriert haben. Und ich habe gesagt, nein, wir schauen uns den jetzt nicht an, weil ich Angst gehabt habe, dass wir dann in Carrado wieder hergehen. Und mein Mann hat darauf bestanden und dann haben wir ihn angeschaut und er war hin und weg vom Adria. Und dann, ja. So ist es, ja. Also ich bin da reingekommen und das hat mir sofort gefallen. Unsere Bedenken waren aber trotzdem da. Vor allem was das Aufstelldach betrifft. Mhm. Ja, welche Bedenken haben wir gehabt? Ja, dass es zu laut ist. Wenn die Nachbarn, ne, dass man alles mitkriegt und nicht schlafen kann. Ja, und dass es zu heiß wird. Oder zu kalt im Herbst, ne? Ja, das schon. Ja, das sind nur so unsere Bedenken, die wir gehabt haben. Nichtsdestotrotz hat er uns einfach extrem gut gefallen. Und ja, wie gesagt, ich war hin und weg. Und dann hat es, das war kurz vor Weihnachten. Und ich habe unserem Händler schon gesagt, du, es tut mir leid, aber wir haben ein neues Wohnmobil in Carrado, wir sind mit dem zufrieden. Er gefällt uns super gut, aber das müssen wir uns überlegen. Weil, dass wir den abbestellt haben, das wisst ihr ja, ne? Dass wir dann in Carrado genommen haben, wie wir jetzt, weil das so lange dauert hat, die Lieferzeit. Und das war uns zu lange und... Er hat ein Jahr Verspätung gehabt, zum ursprünglichen Liefertermin. Ja, und insgesamt haben wir 2 Jahre gewartet, ja, ne? Genau. Das war uns zu lange. Und in der Zwischenzeit haben wir in Carrado gekauft, mit dem waren wir voll zufrieden. Dann ist eben der Anruf gekommen, jetzt ist er da, der Adria. Aber jetzt haben wir ja einen Carrado gehabt, ne? Und dann sind wir eben nach Hause gefahren und dann haben wir das in der Familie besprochen, hin und her diskutiert. Wie ich dann gesagt habe, nein, wir schauen den nicht an, aber dann haben wir ihn da angeschaut. Und ja, der Entschluss war dann? Ja, wir haben die Vorteile auch gesehen dann, ne? Dass er, ja, und wir haben gesagt, also der Händler hat zu uns gesagt, sie sind jetzt ohnehin im Betriebsurlaub über Weihnachten, insgesamt ja, 3 Wochen. Genau. Wir sollen es uns überlegen. Und wir sollen es uns überlegen. Und das haben wir dann besprochen. Und wir haben dann gesagt, okay, wenn wir innerhalb dieser 3 Wochen unseren Carrado zu einem vernünftigen Preis verkaufen können, dann machen wir das, dann kaufen wir den. Und mein Mann hat in die 3 Wochen immer nur geschwärmt von Adria. Und ist gar nicht mehr im Gedanken losgekommen. Genau, und schlussendlich war es so, dass wir unseren innerhalb von 3 Wochen verkauft gehabt haben. Ja. Ja, und ich habe schon auch die Vorteile gesehen vom Adria, ne? Von einem Kastenwagen, der schmäler ist, besser zum Fahren, also leichter zum Fahren, weil er nicht so breit ist, natürlich mit 204. Und der Carrado ist da 2,32 Meter breit, ne, wie jeder andere auch, ja, wie fast jeder andere. 7,50 Meter oder 41 oder 43 lang. Und der Adria 6,40 Meter. 6,40 Meter, ja. Also das, aber es war schon ein Unterschied, wie wir reingegangen sind, dass alles enger ist natürlich, gell? Da muss man sich wieder umgewöhnen. Was uns taugt hat beim Kastenwagen ist das Minimalistische, man kann nicht viel einpacken. Wir packen zwar noch immer zu viel ein, aber es reicht der Platz. Das werdet ihr dann sehen, wie viele Kästen das sind. Genau. Entschuldige, dass man gleich wegfahren kann vom Platz mit einem, genau, Kastenwagen. Ne? Da, genau, fährt man eher weg wie mit einem großen Breiten. Genau. Wir haben jetzt 2 kurze Urlaube hinter uns und einen großen mit 3,5 Wochen.
Also wir waren einmal in Italien, einmal in Kärnten und jetzt sind wir zurück aus Kroatien. Und unser größtes Bedenken war ja das Hubdach oder das Aufstelldach. Und was haben wir gesagt, so im Notfall? Ja, dass wer anders umschläft, dass man wechselt und wir mal diskutiert, wer umschläft zuerst. Und jetzt schlaf ich um. Aber ich gebe es nicht mehr her. Ja, genau. Also wir würden gerne jeder mal oben schlafen. Nur das muss man auch sagen, das ist der beste Platz im ganzen im ganzen Kastenwagen oder Wohnmobil, ist das Aufstelldach, weil das Aufstelldach von Adria echt genial ist, wie auch bei anderen mittlerweile. Man kann es wirklich komplett rundherum aufmachen, hat trotzdem nur das Moskitonetz und hat halt einen wahnsinnigen, also der Ausblick ist halt super, ja. Und beim Adria ist der Vorteil, der Adria hat ein Patent drauf, der hat das speziell geformt, dass der Wind nicht so einfahren kann. Das ist nur, was ich weiß, beim Adria. Genau, also diese Konstruktion hat nur der Adria. Das heißt, er hält Windgeschwindigkeiten bis 150 km/h aus und das ist schon echt heftig. Und bei uns im Haupturlaub jetzt, da war es auch recht windig und da hat man es dann auch schon gemerkt, die Qualität dahinter. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, jetzt steht nur Herbsturlaub an und da werden wir dann schauen, wie das mit, unter Anführungszeichen, mit der Kälte ist. Allerdings muss man sagen, dass wir uns den ja im Dezember angeschaut gehabt haben, da war das Fahrzeug beheizt und es war oben nicht kalt, das muss man jetzt auch dazu sagen. Aber schauen wir mal. Wir bestellen sonst so. Also wir haben schon bestellt, da so Innenisolierungen, die wir dann noch rein, quasi mit Magneten werden die rein gemacht und dann sollte das. Das war nicht vom Adria direkt, das ist eine andere Firma, weil vom Adria, das ist uns zu teuer, das kann man reinzippen, das wäre natürlich noch besser, aber das andere ist sicher auch gut, das kostet nur ein Viertel. Ja. Weil wir vorher gesagt haben, unser Bedenken war, dass Oma zu warm wird. Es wird wirklich warm, aber man kann das bitte übergeben oder aufmachen und dann wird. Wenn Wind geht, durchgelüftet. Genau. Also das Bett runtergehen, wenn man dann nicht mehr umschläft. Das heißt, die Chiara ist früher aufgestanden, meistens als sonst. Was auch nicht schlecht ist, dann hat sie mehr vom Tag, weil so um 8 Uhr oder 8:30 wird es dann schon ziemlich warm oben. Und sonst hast du im Urlaub schon bis 10:30 oder so geschlafen. Gell? Aber es schadet eh nicht, dann hast du mehr vom Tag. Und es wird ziemlich heiß oben. Aber die Lautstärke stört sie nicht. Also wenn jetzt wer spricht oben oder so, von den Nachbarn. Man muss ja dazu sagen, es kommt darauf an, wie man schläft. Also wenn man in einem tiefen Schlaf ist, dann kriegt man es halt nicht mit. Aber wenn man Schlafprobleme hat zum Beispiel, dann würde ich empfehlen, vielleicht Ohrenstöpsel oder so zu nehmen. Also. Ich meine, es ist ein Zelt. Es ist nichts anderes wie ein Zelt oben am Dach. Gell? Also ja, ein bisschen besser vielleicht, weil hier oben die Dachkonstruktion oben ist natürlich aus GFK, beziehungsweise ist dann nochmal isoliert. Also von daher ist es schon ein bisschen besser, wie erzählt. Mhm. Aber im Grunde genommen, alles seitlich. Was rund seitlich ist halt Zelt. Das muss einem halt bewusst sein. Das waren auch unsere Bedenken, aber die sind mittlerweile zerstreut worden. Und wenn es regnet, wollte ich sagen, dann ist auch überhaupt kein Problem, auch wenn es schüttet. Also die Keramo hat dann alles natürlich zugemacht und nicht nur mit dem Moskitonetz offen gehabt. Aber es wird nur von außen, merkt man, ein bisschen so leicht feucht, aber es wird nicht nass innen oder so. Also das haltet das alles aus. Wichtig ist halt dann, dass man es offen lässt, dass es wieder abtrocknen kann, dass es ja nicht schimmelig wird oder so. Genau. Was ist unser Resümee jetzt noch? Also ich glaube, wir haben mittlerweile ungefähr 30 Nächte da verbracht. Es ist das Gemütlichste, was wir gehabt haben bis jetzt, obwohl das so klein ist. Ja, für mich ist das beste Auto bis jetzt. Ja, es ist einfach kleiner, aber man merkt es natürlich auch, aber... Wir sind uns, glaube ich, alle einig, das ist wirklich das beste Fahrzeug, was wir bisher gehabt haben. Jetzt werden manche vielleicht sagen, boah, wie schafft man das? 3 Personen, der Hund. Hund vom voll integrierten in den Kastenwagen. Einen großen Hund. Ja, mit 30 Kilo. Man stellt sich einfach darauf ein und man muss auch sagen, der Hund hat da am meisten Platz, lustigerweise, von allen unseren Wohnmobilen bis jetzt. Ja, weil kein
Eck da ist, wo dann die Bank seitlicher ist. Das ist dann oft zu niedrig für die Hündin oder für den Hund. Und da ist alles frei und da haben wir das Bett so unterhalb rein, da kann sie sich schön ausbreiten. Also es ist mit Abstand eigentlich der Beste, den man kann. Ja, bei uns hat es ja geringert im Urlaub. Und wir waren dann natürlich erinnern, aber ich habe kein Problem mit einem Platz, im Platz gehabt, genau. Dass irgendein Platz gefüllt hat. Allerdings, wenn wir das Aufstelldach nicht gehabt hätten, da hätten wir, glaube ich, schon Platzprobleme gehabt. Ja. Weil da steht sie oft jeder im Weg. Und so ist doch wie ein eigenes Kinderzimmer da oben oder Jugendzimmer. Genau. Und auch so viel fürs Weg von was wir schon vorher gesagt haben, ist halt der besser, weil er kürzer ist und schmäler. Und man fährt da mehr Weg, wie man dann voll integriert, wo man dann tun muss, ob man da reinpasst oder so in die Parklücke zum Beispiel. Wenn man rauskommt überhaupt, dass man also selber Platz. Das war super praktisch, weil wir waren jetzt im Urlaub in Kroatien, sind wir mehrfach eben weggefahren, was wir früher nie gemacht haben, weil du dir ständig Gedanken machst, okay. Erstens muss man oft schon in den Plätzen sehr reinschlängeln, da brauche ich schon einen zweiten, der einem ansagt, dass man da überhaupt reinkommt bei der Größe, bei den Wegen, weil die bei den Campingplätzen, bei den kleineren, was wir bevorzugen, auch nicht so riesenbreite Straßen sind, sondern du musst schon aufpassen, dass du nicht irgendwo streifst. Und von daher, das ist da halt echt super und wir sind echt happy, super gemütlich. Man muss auch sagen, wir waren 2 Tage krank im Urlaub, hat auch super funktioniert. Ja, das ist so einmal das Resümee davon. Also keine Reue, dass wir getauscht haben. Im Gegenteil. Uns taugt es, wenn er, uns gefällt es, wenn er kleiner ist und schmäler ist und kürzer ist. Ja, und auch das mit der Schiebetür natürlich. Man hat, wenn man da herin sitzt, man hat natürlich einen super Blick nach draußen aufs Meer oder in die Berge, oder wo man halt steht. Das ist auch super. Ja. Vielleicht noch ganz kurz ein paar technische Daten. Jetzt abgesehen von Länge etc. Wir haben da ein 140 PS Fiat Ducato mit der Automatik, dem Maxi-Chassis, was wir nicht missen wollten und was wir unbedingt haben wollten. Er hat die LED-Scheinwerfer, Tempomat natürlich, Spurassistent, das Original Fiat, Radio mit Apple CarPlay etc. Wir haben eine Klimaanlage von Truma, wir haben einen Fernseher, wir haben eine mobile SAT-Anlage. Und ein Highlight, das wir uns gegönnt haben, ist, wir haben die Toilette umbauen lassen und da halten wir es wie der Markus von Van for Fan oder der Marc von Bergbrise. Wir können das nur bestätigen, was die zwei in den Videos schon, schaut euch das an, wenn euch das interessiert. Wir haben eine Klesana. Ja. Und das möchte man nimmer missen. Nein, ja. Wir werden da ein eigenes Video drüber machen, weil es schon, also man muss schon einige Dinge beachten. Wir haben jetzt auch nochmal was nachgekauft, aber da gibt es ein eigenes Video. Aber das ist wirklich super, die Klesana, das können wir nur empfehlen. Mhm. Und ist jetzt nicht so teuer wie zum Beispiel eine Cinderella, weil die kostet ja das Dreifache von dem. Also wirklich super. Ansonsten, ja, ihr werdet es dann außen sehen. Wir haben eine andere Folierung, wir haben ja außen noch einige Anbauteile gemacht. Also uns gefällt das so wie es. So, und jetzt wollen wir aber nicht nur, dass wir reden, sondern wir zeigen euch noch ganz kurz den Kastenwagen innen und dann machen wir noch außen noch ein Video ganz kurz morgen dann, weil jetzt ist schon finster. Und wir zeigen nur ganz kurz, wie er momentan ausschaut. Also nur ein Durchblick. Nur ein Durchblick und eine genaue Rundtour gibt es dann später mal. Noch genauer dann. Genau. So, jetzt muss ich nur hinter die Kamera und meine zwei Mädels werden euch das dann. Da, wo ich jetzt sitze, ist eh geil. Da das Fiat Ducato Cockpit, das ganz normale. Ja, da oben ist ein Fenster, wo praktisch ist mit der Helligkeit, weil ich bin nicht für Helligkeit, ich kann sie eh am Lauf machen. Jetzt ist es dunkel und es ist Nacht halt und ich sehe nicht viel von der Helligkeit, aber zum Beispiel wenn es regnet, ist das Gegenteil ein bisschen düster und dann ist es schon gut, wenn man noch so ein Fenster hat, weil sonst ist es dunkel und ich persönlich würde es missen, wenn es nicht da war. Ja, sonst sind da noch unsere Eckbank, also
unsere Bank, Sitze, unsere Bank. Und sonst haben wir da noch Deko einfach gemacht und da haben wir einen Fernseher. Ja. Ja. Also den Fernseher kann man dann noch schwenken, also zurück ins Schlafzimmer. Kommt drauf an, von vorn oder von hinten kann man dann schauen. Die Küche ist eh ganz normal mit zwei Platten, Piezo-Zündung, ein nicht kleines Waschbecken, drei Läden, wo wir Besteck und so weiter haben. In der Mitte habe ich auch zwei Kisten dann für den Müll, wo man Müllsäcke reingibt. Ja, da oben passt auch viel rein. Ganz unten habe ich Töpfe drin, Kühl- und Gefrierkombi. Dann haben wir da einen Schrank zum Hängen. Da haben wir auch zum Legen zwei Läden und da haben wir auch zwei Läden. Aber das zeigen wir euch dann das nächste Mal ganz genau. Die Betten sind auch recht fein, das kann man in der Mitte rausnehmen. Und sie sind 1 Meter über 1,90 das eine, das andere über 1,80. Und es sind auch super Kästen, weil eben 8 Stück sind, die auch nicht zu klein sind. Aber das zeigen wir euch dann das nächste Mal alles ganz genau. Das ist die mobile Sattanlage. Die Klimaanlage haben wir da. Die möchten wir auch nicht missen, vor allem wenn wir einen Hund haben. Und das WC, die Klesana, die zeigen wir euch das nächste Mal ganz genau. Da haben wir nur eine Bambusvorlage und reinkauft. Und das haben wir auch extra gekauft. Das war auch nicht. Ja, da den WC-Halter. Und das ist auch toll, weil das kann man schwenken und es ist immer Schwenkbad. Und die Tür ist auch super, weil das ja, eine Rollschiebetür ist, oder wie man sagt. Ja. Die ist ganz toll, weil wenn man sie im Weg steht, dann kann einer da reingehen und dann kann man ausweichen. Und wenn man eine Tür hat, die aufgeht immer, dann ist die immer im Weg. Also wenn man einen Kastenwagen hat, würde ich empfehlen, immer so eine Tür. Ja? Genau. Also ist super. Ja, das war jetzt nur ein kurzer Überblick. Wie gesagt, es wird dann nochmal ein Video geben mit einer genauen Roomtour, wo wir dann auch genau erklären, die ganzen Dinge, die wir jetzt nicht erwähnt haben. Wir haben auch herinnen einiges umgestaltet, das eine oder andere. Da wollen wir dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen, welche Mängel das Fahrzeug hat oder gehabt hat. Geht morgen in die Werkstatt deswegen. Aber das gibt es dann auch da in dem Video. Man muss ganz ehrlich sagen, mängelfrei ist er nicht. Ja, wir sind jetzt auch keine Riesendinge. Es sind keine Riesendinge. Ja, bis auf eines mit der Wasserpumpe, aber okay. Ist auch reparabel. Ansonsten, man muss ganz ehrlich sagen, von den Wohnmobilen, was wir bisher hatten, hat er am meisten Mängel gehabt. Nichtsdestotrotz ist es das Fahrzeug, was uns einfach am besten gefällt und wo wir uns am wohlsten fühlen. Und wo wir einfach happy sind. Und wo auch bis jetzt, was wir gehabt haben, die Qualität schon trotzdem am besten ist. Nein, die Isolierung ist super. Also. Wie gesagt, bei der Roomtour, es gibt einige Sachen, die sind echt, auch was die Heizung anbelangt und so, die sind ja echt sehr, sehr gut. Auch die Isolierung. Weil die Isolierung, die da verwendet wird, da gibt es eben nur auch im Kastenwagenbereich nur ganz, ganz wenige, die das so machen. Und mängelfrei ist keiner, egal ob jetzt ein Hümer oder Malibu oder sonst irgendwas oder die ganz teuren, die Morellos, die 100% ist, kleine Mängel hat jeder. Genau. Das kann man beheben. Genau. Aber da werden wir dann detailliert noch andere Videos machen. So, das wollte ich euch nur mitteilen. Also, dass nicht nur Brille und Bart anders sind, sondern dass sich so auch einiges verändert hat. Die einen oder anderen werden auch bemerkt haben, dass wir ein neues Logo haben. Das findet sich dann auch außen am Fahrzeug wieder. Aber das seht ihr dann jetzt im Anschluss noch, da werde ich dann nochmal schnell morgen dann nochmal ein Video von außen machen, sodass ihr ihn auch von außen seht. Ja, Chiara ist schon müde, von daher, das ist das Stichwort. Wir, bis dorthin wünschen wir euch eine gute Zeit, einen schönen Herbst, genau. Noch viele schöne Reisen, wer das noch vor sich hat. Mhm. Und ja, wünschen euch alles Gute. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, danke, wir sehen uns. Danke fürs Zuschauen. Ciao, Baba. Ciao, Baba.